K.O. Erste Runde. Guten Abend! Ein Arbeiter muss mit auf den Tang. Schwabitzer Afran in Exorbitant. Ja, ist er! NFC, can you feel the thunder? Guten Morgen, Max. Wir sind noch auf der 10. Oh, wir haben ein schönes Auto sehen. Ja, wir haben abgeläutert. Was ist denn hier los, Alter? Das ist ein früherer Gegner von mir. Wir haben mal im Titelfinale bei Integra FC gekämpft. Ne, war sehr, sehr schöner Kampf, gute Erfahrung, sind über Punkte gegangen. Beide waren an Grenze gekommen. Er hat auch gewonnen, fair gewonnen. Ne? Maschallah, der Junge ist der Top-Level, Bruder. Schön anzusehen, weißt du? Jo, was geht ab? Wir sind hier im Maritim Hotel Bonn. Und der sieht aus, wie, als wäre der Cousin von James Bond. Weißt du, was ich meine? Er klatscht auf die Kamera, kein Problem, er ist reich. Er kann sich auch wieder bezahlen, wenn da was passieren sollte. Doch er wollte eigentlich nur auf cool machen. Doch er sollte lieber nicht auf cool machen. Ilias Badi, aka armer Schlucker, schnurrt bei allem rum, als wäre er. Der Bruder von Penner. Brock Lesnar. Gar nicht gereimt. Willst du mir die schenken? Ich schenke die jetzt sofort auf Video, auf Kamera. Ich stehe außen gegen Waffe direkt. Boah, du bist der Beste. So Leute, wir sind jetzt raus von der offiziellen Showwaage. Jetzt geht's ab nach Düsseldorf, wir essen was und dann gehen wir wahrscheinlich ins Kino. Ein bisschen Ablenkung vom Kampf. Und ja, morgen früh machen wir eine kurze, knackige Einheit, kurz warm werden. Dann machen wir unser Ding, wie wir es immer machen. Dann kommen wir am Abend hier hin und dann bringen wir den Typen kaputt. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Tschüss. Genau. Let's go! Thank you very much, Madame. So Leute, wir sind jetzt weiter hier am Aufladen, wie sich das gehört. Viele Kohlenhydrate zu uns nehmen, weiter Reis mit Chicken. Wichtig, weil ich habe viel Gewicht verloren. Das heißt, das muss alles wieder reinkommen bis morgen. Ich bin aber guter Dinge. Ich denke, ich habe jetzt wahrscheinlich 5-6 Kilo mehr drauf als auf der Waage. Und ja, mal gucken, wie das morgen so aussieht. Und dann diesen Kicken, ja. Auch diesen Kicken. Ja. Egal wo der steht, nur ein paar Kicken. Ja. Weißt du, weil Bruder, der wird auf jeden Fall nach 2-3 Stück keinen Bock mehr. Ja. Ganzes Gameplan geht auseinander, wenn du den 2-3 Mal kriegst. Ja. Dann. Und der blockt auch nicht so oft. Ja. Tiefer. Guck mal. Kann ich rausstrecken? Ja, ja, okay. Pause. Wie gesagt, immer schön und aufpassen, dass der nicht so gut ist. Genau. Und wenn der macht, dann. Ja. Genau das. Boom. Nicht weggehen lassen, ja. Nicht mehr weggehen lassen. Egal wie der irgendwelche Sachen macht. Backen und dann boom. Der Haupt. Genau das. Totgehauen worden. Hey Leute, wenn ihr auch so cooles Equipment braucht für eure Trainingseinheiten, dann besucht den Profile Shop. Mit dem Code DURATOF10 bekommt ihr 10% auf alle Produkte. Viel Spaß dann. Ja, der Grund, warum wir jetzt gerade eigentlich hochfahren, ist, weil viele würden sich fragen, warum an seinem Kampftag, warum fährt er nochmal zum Training. Der Grund dafür ist, dass man einfach das ganze überflüssige Wasser aus dem Körper rauskriegt wieder, damit man im Kampf nicht so einen ekelhaften Pump hat. Dann ist man nach der ersten Runde so zu. Und damit das alles nicht passiert, muss man das ganze unnötige Wasser aus dem Körper rauskriegen. Und das kriegt man am besten hin, indem man einmal morgens herkommt, einmal richtig 3 Runden Gas gibt. Und ja, dann sollte es auch passen. In diesem Sinne, wir sehen uns heute Abend für 2 Time-Maiden. Team Duratov. Was sagen Sie heute zu dem Kampf? Auf jeden Fall, ich würde sagen, der Islam wird auf jeden Fall ganz gewinnen. Lass noch einmal reden, Alter. Wir reden hier gerade. Wir haben hier gerade ein Interview. Ich will wieder neu machen. Was war die Frage? Was sagen Sie heute zu dem Kampf? Also ich würde mal sagen, der Islam wird auf jeden Fall einen K.O.-Schlag geben. Oder?
ready, steady, Bruder. Let's go. Okay. Let's go. Wir laden in der Sicherheit. Soll ich dir sagen, Herz klopft, ja, aber immer cool mit der Sache umgehen. Das ist ja nicht das erste Mal, ja. Das ist ja schon. Sehr geübt, ich bin richtig ruhig. Ja, kein Dings, Bruder, Gott sei Dank. Wenn Sie genau so, gibt eure Faust hoch. Stark. Du hast die Zugang wie ein Löwe. Normal, Mann. Muss sein. Damit, weil das ist die Hand, du weißt, Bruder. Ja, komm mal. Ja, komm mal. Ein Fall. Rechte Knie. Ein Fall, rechte Knie sofort. Ja, absolut. Hier, komm mal rein. Okay. Ein, zwei. Okay. Nice. Und dann wieder gerade. Okay. Hier. Ja, genau das. Und noch. Baby. Wieder. Wow. Das ist einfach. Genau das. Genau das. Er wird vielleicht spannend. Boom, boom. Ja. Und bist du aufgeregt? Immer mehr, wie wenn du selber kämpfst, das sagen wir, glaube ich, jedes Mal. Aber ich bin zuversichtlich, er ist gut fit auf jeden Fall. Und wir hoffen auf Knockout in der ersten Runde. Ich denke auf jeden Fall, Islam ist gut vorbereitet. Er macht das Ding, er ist auch super motiviert, wie man sieht in der Kabine, auch voll konzentriert jetzt, das muss auch so sein. Aber er hat Bock zu kämpfen und ich denke, er schaukelt das Ding. Wenn ich eine Prognose auch abgeben müsste, würde ich sagen, in der ersten Runde, dass er den TKO schlägt. Let's go. Guck mal, jeden liegt in seiner Hand, sag ich mal so. Ne? Islam hat Gas gegeben, hat gut. Was von ihm verlangt ist, hat er alles abgerufen, der Rest liegt in Gottes Händen. Also ich denke schon, dass Islam das Ding heute rocken wird. Noch Fragen? Was geht ab, Freunde? Wir sind heute bei NFC 10. Islam Dulatov, unser Bruder, kämpft. Ich erwarte auf jeden Fall einen starken Knockout, wie immer. Und dann geht's weiter Richtung Titel. Und wir sind alle hier, alle für Islam. Wie immer eine Armee. Knockout heute. Team Dulatov. Der Islam holt heute den Sieg nach Hause, inshallah. Zweite Runde K.O. Zweite Runde? Ja. Er spielt die erste Runde mit ihm. Ich sag Ende der ersten Runde, der andere sagt, ich kann nicht mehr, wird aufgeben. Safe erst so. Ne? Ja, 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 ja! Jab, nochmal! Jab, nochmal, das ist
Jetzt! Das hat wehgetan, nochmal! Lang, lang, lang! Nicht nach vorne fallen, lang! Jab, jab, Brat! Nutz deine Reichweite! Nutz deine Reichweite, nochmal noch! Lass den Jab laufen! Boah, Tag, lass doch, der tut weh! Lass laufen, den Jab! Durch die Mitte ist lang! Hey, durch die Mitte! Weiter, weiter, weiter. Soll die Rechte hoch. Rechte oben. Ja, siehst du? Lang, lang boxen, lang boxen, rechte Höhe. Lang boxen, lang. Rechte Höhe, hast du jetzt rechte Höhe, rechte Hacke. Frontkick, 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 Frontkick. Auf dem Körper, Slam, auf dem Körper. Frontkick, 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 Frontkick. Lang, 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 hin runter. Ja, genau, lang. Jab arbeiten wir. Rechte Höhe, gehen runter, arbeite mit Jeff. Wenn der kommt, links rechts. Das ist Düsseldorf! Ja!
kriegen Leute ein, ganz kurz. Da kriegen Top 50, Top 10 Leute ein, Bruder. Wenn ich mental nicht mehr kann, kriegen die ein, Bruder. Du bist nicht ein Bruder. Du bist da reingelaufen, Bato. Sehr gut, Bruder. Sehr gut. Schön da. Schön da. Mein Schifffahrt, Bruder. Alter, Alter. Was war das, Alter? Das ist Auf jeden Fall habe ich mich schlecht gefühlt. Aber ich habe mir schon gedacht, also ich werde den Kampf nicht absagen. Ich habe mir aber gedacht, ich werde auf jeden Fall K.O. hauen. Ich wusste, ich kann den K.O. hauen. Nur deswegen bin ich auch kämpfen gegangen. Ich hätte normalerweise niemals gekämpft, aber ich habe mir gedacht, ich kann den K.O. hauen. Ich wusste das. Weißt du, von daher. Aber ich habe einfach keinen gesagt. Einfach selber nicht. Ich sehe das direkt. Ich sehe das. Ich spüre das und ich sehe das. Ich hab einfach gedacht, du hast dieses Distanzgefühl irgendwie nicht gehabt. Nicht Distanz. Weißt du, was ich will? Du hast dich darauf eingelassen. Als wir schon Clinch hatten, hab ich mir nur das gedacht. Ich hab mir gedacht, okay, beim nächsten Schlagabtausch gehe ich so lange rein, bis der K.O. geht. Guck mal, ich hab die ganze Zeit diesen Schlagabtausch gesucht. Hab mir die ganze Zeit gedacht, guck mal, erstens, ich kam nicht so richtig rein. Ich hab gedacht, okay, ich muss ein bisschen fühlen. Und bei dem nächsten Schlagabtausch, der kommt, ich baue so lange weiter, bis der Knockout geht. Wofür du einen Schlagabtausch brauchst, du mit deiner Reichweite, wozu? Wenn du den klassisch ausboxen kannst, weißt du, was ich meine? Ich möchte das auf Video behalten, weil der Max recht hat. Schlagabtausch ist immer gefährlich. Das kann so oder so enden. Ach, das ist das Problem, Bruder. Du bist doch technisch besser. Du hast die Reichweite. Boxen nur klassisch aus. Guck mal, weißt du, wann du das weg warst? Nach dem Frontkick, wo du ihn fast in den Cage gekickt hast. Davon hätte mehr kommen müssen. Bruder, wir haben das alles geübt. Aber zu wenig. Habt ihr gehört, ab und zu reden gehört eigentlich uns beide? Ich hab gesehen, der hat so hart geguckt. Der Jeff so? Ich sag so, no, let's go. Der ist no, no. Ich sag, no. Auf mich hauen. Ich sag, der hat Blumen ausgetauscht. Nein, der ist auch aus. Der auch so, no, no. Ich sag, no, okay. Bam, no. Ich sag, no. Der hat sich am Blut, hat er gesehen? Der war direkt am Blut geworden. Der Volle ist wieder unterwegs. Ja. Das ist ein Ich hab gedacht, der kriegt jetzt. Hey Jungs, ich hab echt Bock, die Hände dazu. Alles gut, ich Much respect. Komm her, lass mich mal. Der hat mich einfach geblockt, was ist das? Normal, this is why. Of course, yeah. If you haven't done this, I will do this, you know? So. He also was awesome. Why me? I'm not a star. Look. Brother, but we were four brothers. We were four. Der hat NRW geblockiert. Der hat ganz NRW geblockiert auf Insta. Okay, stay in contact. Thank you very much, bro. Cool. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you Thanks again, brother. Of course, okay. Thank you very much, bro. See you. See you. What's up, coach? See you. Ich hab's vorher gesagt, der 6-3 hat gefährliche Hände. Und ja, war klar. Waren ein paar Situationen, die wir besprochen haben, beziehungsweise der Bruder mit ihm und der Trainer. Ich bin immer zufrieden, Hauptsache der Sieg ist da. Kampf kann nie so ablaufen, wie der Plan wirklich ist. Aber im Großen und Ganzen ist der Sieg das Tatsächliche, worauf wir spekulieren. Und das hat uns gebracht. Ich war sehr sicher, dass er das Ding macht. Und weiter geht's. Die Kombination, die ich gezeigt habe, jetzt Bruder, direkt, Bruder. Was hätte ich ohne den gemacht? Sag mal bitte, ja, was hätte ich ohne den gemacht? Du hast das umgesetzt, Bruder. Stark. Der Spanier hat schon immer gelohnt. Ich küsse dein Herz. Bruder, war schon. Das war so geil, Bruder. Sehr gut. Bruder, Bruder, wir haben fast diese Kämpfe von erster Reihe. Ich bin heißer geworden, Alter. Ich pass auf dich auf, ne? Normal, lass was hören von dir. Ich jetzt nach dem Kampf. Wie ich mich fühle, Bruder, ich sag dir ehrlich, Erleichterung. Ich muss mich bei meinem Bruder bedanken.
der mich die ganze Zeit, wirklich heute den ganzen Tag unterstützt hat. Vielen, vielen Dank nochmal, Brad. Der kann leider nicht so gut Deutsch, aber er versteht schon alles, aber er spricht noch nicht ganz fließend. Aber kommt auch noch mit der Zeit, ist ein sehr, sehr starker Junge, upcoming Fighter. Der wird in Zukunft noch viel auseinandernehmen. Seid gespannt. Sehr willkommen. Gestern bei dem Face-Off, da hast du wieder mit ihm gesprochen, was hast du denn gesagt? Gestern beim Face-Off habe ich gesagt, let's go, give me a hard fight. Und heute war ein harter Kampf. Ich habe gesagt, let's go, Brazil, give me a hard fight, give me a hard fight, I want a hard fight. Und das war ein harter Fight, würde ich sagen, ja. Und das war eine gute Schlacht. Ich denke, der Junge hat sich auch gut gewehrt. Hat auch gut ein paar Shots gelandet, ne? Aber ist nun mal so. Ich meine, aus keinem Kampf kommst du unverletzt oder ohne eine kleine Schramme raus oder was auch immer. Das ist ein Kampf, ich meine, ich bin kein Fußball. Selbst beim Fußball bist du ja verletzt, aber ich meine, vor allem beim Körpersport, ne? Ihr wisst, was ich meine. Du hast was in Scarface gemacht. Von daher, also Leute, vielen Dank für euren Support. Team Dulatov, we go forward, baby. Nächster Sieg, nächster K.O. Let's go! Let's go! Islam, mein Bruder, beste Glückwünsche von mir. Hast du stabil gelöst. Mein Herz ist aufgegangen, als du den Kampf gewonnen hast. Kuss geht raus, Mann. Auf viele weitere Siege und dass du eines Tages in die UFC kommst und dort auch rasierst. So, Leute, das sind einer meiner Hauptsponsoren, Best Security. Vielen, vielen Dank an die Jungs. Vielen Dank, Leute. Die haben mich sehr, 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 sehr stark unterstützt in meiner Vorbereitung. Großen Dank gehen raus an die Jungs. Die haben mich auch immer beschützt. Und die haben mich auch immer beschützt. Also in diesem Sinne, falls jemand eine starke Security braucht, meldet euch bei Best Security. Wisst ihr Bescheid. Seid ihr gut aufgestellt.